Moin Moin, hier ist mal wieder Wolfgang aus Flensburg. Typisch Flensburger Schmuddelwetter, Niesel, man sieht die Luft, die man atmet draußen. Da kann ich die Zeit nutzen und mal wieder ein kleines Video machen. Dazu trinke ich ein schönes Flens. Für alle, die es nicht kennen, so sieht die Buddel aus. Ja, ich bin der Meinung, es ist ein leckeres Bier. Der Meinung ist Helmut auch. Hallo Helmut. Ja, zu berichten habe ich eigentlich, dass ich war ja am Montag in Lauenburg, habe da einige Leute getroffen, aber darüber hat ja Mike und auch Björn schon in dem Video berichtet. Da muss ich nicht noch viel sagen, außer dass es mir wahnsinnig gefallen hat und ich viel Spaß hatte. Und am anderen Tag war ich bei Franz in Hamburg. Björn war dabei und Kai und Tanja kam. Es war also richtig nett. Und ich habe dann bei Franz einen Tabak gekauft. Und zwar von Nauru einen Tabak, den ich noch nicht kannte. Der besteht aus Malawi Burleys, rotem und weißem, rotem Virginia, Louisiana Perique und weißem Burley. Also genau meine Geschmacksrichtung. Ein Tabak, der, wenn man die Dose aufmacht, eine schöne, satte, braune Farbe hat, ein grob gerissener Flake, riecht also wie eine Tafel Schokolade und schmeckt satt, bisschen, man merkt ein bisschen Perique, aber der ist nur ganz leicht da und der Burley, der überwiegt hier und dieser nussige, satte, auch leicht schokoladige Geschmack. Ein typischer HU, der heißt so, also mit dem Namen komme ich immer, bei diesem Tabak komme ich nie mit dem Namen zurück, den habe ich in einer halben Stunde schon wieder vergessen. Ein ganz toller Tabak, schmeckt prima, ich bin hellauf begeistert. Ja. Dann war ja noch Kai hier, der ist dann Dienstag mit mir nach Flensburg gekommen, war bis gestern Morgen hier. Wir haben viel Spaß gehabt, ich habe ihm eine Menge gezeigt. Helmut, unser Gästezimmer, ist jetzt wieder bereit und er konnte also bei uns wohnen. Nur zu deiner Information, mein Freund. Wir haben viel Spaß gehabt, ich hoffe, er hat viel gesehen. Ich glaube, gestern Morgen, als er nach Hause fuhr, er war auch ziemlich kaputt und er war sicher dann froh, dass er wieder in Soest war. Ja, aber jetzt ist Folgendes passiert. Vorgestern kam ein Päckchen von Johannes, der hatte zwei Tabake, mit denen er nicht zurechtkam. Johannes aus Ahlsdorf und der hatte mich mal angeschrieben, er hätte zwei Tabake, mit denen er nichts anfangen kann und die ich schon vorgestellt habe und andere auch. Der hat mir also zwei angefangene Dosen geschickt. Eine ist einmal mein heiß geliebter Captain Cool, von dem Michael Apitz übrigens gar nichts hält. Er sagt, da ist nichts drin, das ist eine laue Luft. Aber da könnt ihr mal sehen, die Geschmäcker sind verschieden. Und das andere war der Rest eines oder ein angefangener Plug Triple Play von Cornell & Deal. Nochmal Johannes, recht schönen Dank. Ich habe mich riesig gefreut und das sind ja zwei Tabake, die genau meine Kragenweite sind und du hast also genau den richtigen Abnehmer getroffen. Nochmal schönen Dank. Ja, und dann erreichte mich am Donnerstag hier mal wieder so eine die berühmte Karte von der Post. Denn das ist so, ich bin öfter hier vormittags, dann nehme ich immer für Nachbarn Pakete an. Aber wenn ich mal nicht da bin, muss ich immer zur Post fahren. Und ich hatte mit einem Paket gerechnet, weil das hatte jemand, auf den ich gleich kommen werde, angekündigt. Aber es waren zwei Pakete und das eine war aus den USA und zwar von Dale. Dale ist im Internet und unter Oki Pipe and Cigars und viele von euch haben ihn sicher schon gesehen. Das ist der
sympathische Kerl, der immer 2, 3 Wochen zu Hause ist und dann immer für 6 Wochen irgendwo mit der Eisenbahn am Gleisbau arbeitet. Und der zeigte mal, dass er Escudo raucht. Und da habe ich einfach nur mal geschrieben, Mensch, Escudo, den kriegst du hier gar nicht mehr, den gab es früher mal. Ja, und gestern holte ich ein Paket ab und mich traf fast der Schlag. Ich machte es auf. Und da drin war diese Corn Cup, die rauche ich jetzt gerade zum ersten Mal. Und dann noch ein paar Tabakproben, einige, die ich schon kenne, Dunhills und so weiter in solchen Tütchen. Und unter anderem einer, von dem hatte ich noch nie gehört, er schrieb auch eine kleine Notiz, der ist aus einem Tabakladen, der heißt Just for Him. Und der Tabak da drin heißt Black Magic Woman. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann nimmst du mal die Corn Cup, stopfst den rein und probierst den mal. Ja, im ersten Moment bei mir die Alarmglocken, Latakia. Und aber dann ist auch noch Perique muss dabei sein. Es ist ein bisschen pfeffrig. Ich hatte schon den Dorn in der Hand, um eine Noträumung zu machen und habe dann aber gedacht, nein, der ist geschenkt, den musst du zumindest zu Ende rauchen, um dahinter zu steigen. Und das ist, ich habe dann im Internet vorhin gerade mal nachgeguckt, da ist Latakia drin. Aber ein Latakia, wie ich ihn selber noch nie geraucht habe, einer, der mich abstößt oder wie alle Latakias, sondern das ist pure Süße in diesem Fall. Und das etwas im Hintergrund vielleicht pfeffrig, vielleicht etwas würzige oder ja wie Pfeffer, das muss der Perique sein. Es ist bei weitem dieser Black Magic Woman von Just For Him, den gibt es wohl nur als Balktabak. Die verkaufen, glaube ich, auch nur Balktabake. Auf der Internetseite jedenfalls. Das ist ein Tabak, den ich nicht jeden Tag rauchen könnte. Der ist auch ganz dunkel und schwarz und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Meine Tastatur wird es mir gleich wieder danken. Der ist ganz dunkel. Riecht aber, also Latakia riecht anders, aber in der Beschreibung steht halt Latakia. Naja, ich rede und sammel, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der erste Tabak seit Jahren, wo Latakia drin sein soll oder wohl auch ist, wo ich sagen kann, den kann ich mir tatsächlich alle 1, 2 Wochen mal reinpfeifen, weil das ist ein für mich ein ganz exotischer, aber leckerer Geschmack. Wer sich mal schlau machen will, der Laden heißt Just For Him und der Tabak heißt, der sitzt also in Springfield und der Tabak heißt Black Magic Woman. Ja, dann war da, wie gesagt, in diesem Päckchen noch Missouri Meerschaum. Die habe ich hier. Und ein paar Tüten, und ich sage ein paar, mit Proben. Einige Proben, die ich also wirklich schon kenne. Dunhill, Nightcap und so weiter. Auch mit Latakia, auch nicht meine Welt. Und das ist wirklich ein Latakia, den ich nicht mag. Aber das weiß der ja nicht, da kann er ja nichts für. Und das freut mich auch unheimlich. Escudo. Escudo Navy Deluxe. Ich bin nun keiner, der von sich behaupten kann, ich bin einer, der den alten Escudo nachtraut und so weiter, weil ich die eigentlich, glaube ich, nie geraucht habe. Ich habe nur von denen immer schwärmen gehört. Ob es nun die gleichen Escudos sind, wo ist ja die Kamera, die es früher mal gab, ich weiß es nicht. Nur
Hier steht also Virginias von North Carolina und dann Virginias mit Perique von aus Louisiana. Und die sind dann zu diesen Münzen gemacht. Ich werde die Dose vorerst noch nicht aufmachen. Doch wenn sie auf ist, werde ich berichten und dann werden mir ja sicher einige sagen können, früher die Escudos-Liebhaber waren und den Escudos noch nachtrauen. Das Einzige, was mich also wirklich wundert, der Tabak ist in Dänemark hergestellt, steht auch drauf. Und ich war auf der Seite vom Danish Pipe Shop nicht zu kriegen. Ja. Nochmal, Dale, ich werde nachher versuchen, das Ganze noch ein bisschen in meinem Holper-Englisch zu machen. Und ich bedanke mich aber trotzdem ganz doll bei dir für das Päckchen und auch den netten Brief, den du geschrieben hast. Und das sage ich in meinem nächsten Video gleich noch auf Englisch. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, das Päckchen an dich. Und ich hoffe, da sind auch Tabake drin, die du magst. Das ist on the way. So, und jetzt das zweite Paket. Das hatte Tom aus Niedersachsen in der Nähe bei Stade schon bei mir angekündigt. Und er hatte geschrieben, er mag meine Videos und er wollte mir als Anerkennung, als Dankbarkeit eine Kleinigkeit zukommen lassen. Ich habe mich riesig gefreut. Ich denke noch, der wird mir wohl ein paar Tabakproben schicken. Da kriege ich gestern ein kleines Päckchen und ich mache das auf und nix Tabakproben. Da ist einmal ein wunderschöner Stopfer. Dieser Tom baut Pfeifen, da steht hier im Stempel Horseman Pipes. Das ist ein Hufnagel und dann, ich nehme an, Briere Holz. Wunderschön, liegt gut in der Hand. Das ist auch so ein Stopfer, den man nicht mitnehmen darf. Dann ist er weg, verliert man, ich jedenfalls. Das ist ein, den man zu Hause benutzt. Ja, dann ein Beutel. Und ich mache den Beutel auf. Da ist da eine Pfeife drin, die dieser Tom selber gebaut hat. Er baut Pfeifen nach der Arbeit in seiner Freizeit zur Entspannung. Er nennt sich selbst Horseman Pipes. Und ein Traumteil. Allein dieses sechseckige Facettierung. Diese Applikation aus zwei verschiedenen Hölzern. Dann sind hier drei Nägel eingelassen, wahrscheinlich sein Zeichen. Die Pfeife ist leicht. Ich habe sie noch nicht geraucht. Die hat ein Füllvolumen, da kriege ich richtig was rein. Ich war gestern hin und weg. Ich habe also dem Tom eine E-Mail geschrieben, um mich zu bedanken. Und ich habe während des Schreibens immer wieder auf den Tisch gucken müssen und mir diese Pfeife anschauen müssen. Ich glaube, dementsprechend habe ich auch jede Menge Tippfehler reingemacht. Aber Tom, wenn du das siehst, ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür danken soll. Also, das ist traumhaft. Und ich freue mich schon. Ich habe mir vorgenommen, ich werde sie morgen Nachmittag werde ich sie mit einem meiner Lieblingstabake, ich weiß noch nicht welchen, füllen und ganz genüsslich einrauchen. Ja, das war nicht alles, was ich zu berichten hatte. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt nicht so ein Schietwetter wie wir hier in Flensburg. Ich hoffe, es geht euch da in dem Punkt ein bisschen besser. Was ich so gesehen habe von Bayern, da scheint ja wohl die Sonne und in den letzten Tagen, und da habe ich schon zu Kai gesagt, die haben uns vor ein paar Wochen in Sicherheit gewiegt, als wir hier Sonne haben und bei denen war Regen. Da haben wir gedacht, siehst du, kriegen die es auch mal.
Und jetzt schlagen sie anscheinend richtig zu. Wir haben Kälte und Regen und im Süden ist es schön. Na, was will man machen? Gut. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, einen schönen Samstagabend. Wer kann, soll grillen. Hier kannst du nicht grillen. Es sei denn, es gibt, man erfindet Unterwassergrillen, aber das läuft hier auch nicht. Also, ich wünsche euch was. Ich werde trotzdem das Wochenende genießen und werde meinen Spaß haben. Bis dann. Tschüss.